kein Drang danach, darum hat Helen Mirren keine Kinder. Schauspielerin Helen Mirren, 72, hat so ziemlich alles in ihrer Karriere erreicht. 2016 wurde sie für ihr Lebenswerk mit einer goldenen Kamera ausgezeichnet, außerdem schnappte sie sich gleich mehrere Emmys und Golden Globes. Das ist aber noch längst nicht alles, für ihre Rolle als Elisabeth. Im Spielfilm Die Queen wurde der Britin sogar ein Oscar verliehen. Auch privat läuft es bei wie geschmiert. Seit 1997 ist sie mit Regisseur Taylor Hackford verheiratet. Kinder haben die beiden allerdings nicht. In einem Interview hat die Ikone verraten, warum die Familienplanung auch nie ein Thema war. Ich habe nie den Wunsch verspürt. Vermutlich fehlt mir dieses Fortpflanzungsgen, aber ich finde das auch nicht schlimm. Bei mir hat sich immer alles um die Karriere gedreht, sagte gegenüber Bild am Sonntag. Und mit ihrem Ehemann sei die Powerfrau einfach und unglücklich. Eine Sache gebe es aber dann doch, die mit Blick auf ihr Liebesglück bedauert: Es ist schade, dass wir uns nicht schon früher kennengelernt haben. Aber andererseits ist es auch ganz gut so, denn sonst wären wir heute vielleicht gar nicht mehr zusammen. Mein Mann war ein sehr komplizierter Mensch. Das Alter hat uns beide etwas ruhiger werden lassen. Auch mit 72 Jahren ist weiterhin dick im Geschäft. Ab dem 15. März ist die Schauspielerin in Winchester Das Haus der Verdammten zu sehen. Seid ihr Fan der Britin? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.